So, what's up everybody? Herzlich willkommen zu einem winzig kleinen Part The Binding of Isaac. Ich habe gerade hier so ein bisschen den Stream von Holly LP vom 1.11.2014 geguckt. Also live und so, blablabla. Und habe nebenbei so ein bisschen Isaac gespielt und ich habe mir da so ein schönes Bild zusammengezimmert im Laufe der Zeit. Ich habe hier, wie ihr seht, vielleicht zuerst Technology 2 bekommen. Dadurch mache ich hier so einen Laser. Macht ein Auge, schießt einen Laser, das andere Tränen. Danach habe ich dann den Stein bekommen, den kleinen Stein, der steckt hier oben nicht gerade in meinem Puppi drin. Auf jeden Fall macht der einen Damage ab, dann diesen Coat-Hänger, also Kleiderhaken, der macht Damage ab und Attack Speed. Polyphemus, noch mehr Attack Speed, dann habe ich zweimal HP abbekommen. Able, das ist dieser kleine Typ, der hier immer genau entgegengesetzt von meiner Bewegung geht. Dann habe ich Giftbomben bekommen, Prinzessin, so noch ein Damage Up-Item, bla blub. Und so weiter. Und jetzt habe ich hier so im Laufe der Zeit mir alle drei Items für ein Guppi zusammengefunden. Dafür braucht man den Guppi Head, mit dem kann man sich pro Raum einmal 3 bis 5 Fliegen spawnen. Dann die tote Katze, Death Cat, mit der kriegt man hier oben 9 Leben und hat aber nur ein rotes Herz. Und Guppies Paw, also Guppies Pfote, mit der kann man sich rote Leben, also Lebensherzencontainer, in 2 blaue Herzen umwandeln. Wohlgemerkt habe ich hier unten in diesem Damage-Raum, wo man Damage kriegt, wenn man reingeht, beziehungsweise weil ich fliege nur, weil ich wenn ich rausgehe, habe ich dort drin mir. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Ach genau, Guppies Pfote erst geholt. Hab dann meine, ich hatte bis hier einen Herzcontainer, habe ich alles durch blaue Herzen ersetzt und habe dann rerollt mit meinem tollen Würfel und habe. Hier, ich mache das einfach aus Prinzip mal. Und habe dann, wow. Da drin noch Guppies, das letzte Guppy-Item gefunden, nämlich die tote Katze, mit der ich dann auch noch halt diese 9 Leben kriege. Obwohl ich einfach, ich habe gerade jetzt irgendwie wahrscheinlich so um die 30 blauen Herzen, weil ich habe wegen dem Kreuz, was hinter mir herfliegt und auch, ach genau, dem Bob's Tail, mit dem ich auch noch wahrscheinlich einen Item-Drop kriege. Ich bin voll am Rumirmen und so weiter, sorry dafür. Also Füllwörter und so, wie man so schön in der Schule sagt. Auf jeden Fall bin ich dadurch hier zu dieser Katze geworden, zu Guppy. Und Guppy hat als Bonusfähigkeit, abgesehen davon, dass er Damage, Bonus-Damage hat, spawnt er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwie, wenn man einen Gegner trifft, eine Fliege. Und ich habe ja jetzt hier einen Laser, der alle ein paar Sekunden trifft und dadurch mache ich ständig Damage. Und achtet einfach mal drauf, jetzt wie viele Fliegen ich spawne. Und wie die Gegner angreifen. Es ist jetzt hier einfach ein konstanter Strom. Das leckt sogar bei mir. Das hatte ich noch nie, dass Isaac leckt an meinem PC. Ah, das sind zu viele Fliegen. Das Spiel schmiert ab. Ja, ich werde jetzt hier gleich noch Isaac besiegen. Ich bin jetzt ja hier schon im allerhöchsten Level. Aber ihr seht das, die Fliegen sausen direkt los. Und ja, wollen halt Schaden machen, weil ich so viele Fliegen spawne. Ist richtig krank. Dieser Bild ist echt richtig nice. Richtig nice. Aber ich kann das gar nicht mit Talle. Ich bin halt nicht Talle. Ja, aber auf jeden Fall finde ich persönlich das echt lustig, dieses Bild. Habe ich bisher auch, ich gucke in letzter Zeit ein paar Isaac-Videos, noch nie gesehen auf YouTube. Aber ist eigentlich eine richtig starke Combo. Ja, und jetzt wollen wir nur gleich mal das Blue Baby noch besiegen, was ich dann in die Aufnahme noch reinpacke. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter Isaac zocken, Holly gucken. Aber jetzt wird's spannend. Mal noch eine High Priest jetzt drauf. Bam. Easy. Oh, Half-Life, zweite Phase. Spannung und epische Musik. Dö, dö. Dö, dö, dö. Moment, nee, so geht die Musik gar nicht. Ups. Na, hast du keine Engel gespawnt bekommen? Das tut mir aber leid. Armer Isaac. Jo. Und jetzt spawne ich hier noch ein paar Bomben und Rewall nochmal und so. Muss sagen, das war ein verdammt guter Run und ich werde nachher wahrscheinlich auch nochmal eine komplette Runde Binding of Isaac aufnehmen. Aber das war es auch mit dem, was ich euch zeigen wollte. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch, ups, einen schönen Tag, Nacht, whatever. Schönen Tag, Nacht, whatever. Bis zum nächsten Mal.